Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's zu sehen die tolle Lola von Beko, eine Neuauflage für dieses Jahr und gleichzeitig auch eine Neuheit 2014-2015. Wie gesagt, eine Neuauflage der alten tollen Lola. Schauen wir mal rein. 10 Stück in einer Packung kosten insgesamt übrigens 25 Euro bei Röder Feuerwerk. Haben ein Gesamtgewicht von 300 Gramm. NEM liegt ungefähr bei 16 Gramm pro Rakete. Sind recht schön verarbeitet. Neues Design, was ja auch klar war. Aber trotzdem an sich die Rakete schön verarbeitet. Ich bin gespannt, ob sie so gut ist wie damals. Ich glaube es fast nicht, da sich ja alles verändert hat. Aber wir werden sehen. Bis gleich. Extrem langer Goldeffekt. Seh nix. Danke. So, und jetzt noch eine zweite. Also die Standzeit von dem Gold ist wirklich Hammer. Kann ich nur empfehlen, die Rakete. Kurzes Fazit zu der tollen Lola. Wie ihr gesehen habt, war die Standzeit des Effekts maximal 6 Sekunden, aber 5 bis 6 Sekunden und ein richtig schönes Gold. Ist wirklich top. Also das Röder Produktvideo auf deren Seite, da war die Standzeit, ich glaube, 1 bis 2 Sekunden. Verglichen jetzt zu der finalen Version ist es dann doch um einiges mehr, die dreifache Zeit, 6 Sekunden. Wie gesagt, kostet 25 Euro bei Röder, sind 2,50 pro Rakete, ist natürlich schon viel. Ob man das ausgibt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Für mich ist es das wert, ich finde den Kreischaufstieg schon richtig geil. Den Gold-Effekt umso besser, wer keine Schüttraketen mag oder diese Kultrakete damals nicht kannte und sagt vielleicht, das ist mir zu viel. Von mir gibt es eine Kaufempfehlung, ihr müsst es selber entscheiden, ob es 25 Euro wert sind. Später gibt es noch ein anderes Video, eine Neuheit, dieses Mal aber keine deutsche Neuheit. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und bis später. Noch eine ganz kurze Info zum Gewinnspiel. Das Gewinnspiel wird nicht wie geplant bis zum 23. gehen, sondern bis zum 27. Warum 27.? Morgen ist ja schon der 23. und ich habe einfach fast keine Zeit, bis morgen die ganzen Kommentare durchzuschauen. Es kommen ja jeden Tag immer wieder mehr dazu und es haben ja doch recht viele mitgemacht. Ich glaube 60 Leute oder so bis jetzt. Wenn ich so die Kommentare durchschaue, beim ersten Video, beim Gewinnspielvideo waren es ja schon über 100. Ich brauche da wirklich Zeit dazu, um das anständig auszuwerten, und nachdem ich auch nicht frei habe und Universität natürlich weitergeht, komme ich da, glaube ich, morgen um 5 nicht mehr dazu, das noch schnell durchzuschauen und ein anständiges Video drüber zu drehen. Deswegen der 27. Grund ist natürlich auch, dass ich es nicht vor dem 27. verschicken kann, da ja eh Feiertage sind, und deswegen dauert es einfach noch ein paar Tage länger. Vielleicht kommen da noch einige drauf, dass sie ein paar vergessen haben, und die werden dann auch über die Feiertage nochmal Zeit haben, da zu kommentieren. Ich denke mal, das ist auch euch gegenüber fair. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, wünsche euch viel Spaß und bis später.